14. Wie alt ist man denn mit 14? Cancun-Vlog, 4 Grindes in Mexiko. Das war vor 10 Monaten, Chat, da war die Welt noch cool. Ein paar haben das schon mal geguckt, aber wir haben ja viele neue Abonnenten dazu bekommen. Ich bin mit Benji, Bossio und noch einem dritten Kumpel nach Mexiko geflogen, nach Cancun. Das war witzig. Oh shit. Ah, jetzt. Digga, das war die schlimmste Anreise in meinem ganzen Leben. Ich habe 48 Stunden nicht geschlafen. Ich meine das krass ernst. Ich hatte einen Tag davor VBL-Spieltag. Kurzform, ich bin von Berlin nach München geflogen, war da den ganzen Tag, hatte VBL bis 0 Uhr, mein Zug ging um 4 Uhr morgens, bin von München nach Mannheim mit dem Zug, war um 8 Uhr oder so da, von Frankfurt sozusagen nach Mexiko. Ich bin fast draufgegangen, Chess. Was geht ab? Achso. Was geht los? Cancun, Baby! Momo! Arbeiten, ja! Tommy, danke, dass du uns fährst, Mann. Na jo. Arbeit! Pass mal auf, Cousin, Alter, der Dad schon, weiß ich nicht. Da war Benji noch bei Hertha Content Creator. Der Mann wurde in Mexiko entlassen. Ich kann mich noch genau dran erinnern. Da kommen wir später zu. Weiß ich noch. Benji wurde ja bei Hertha rausgeschmissen, Chat. In Mexiko. Der fährt uns jetzt nach Monum. Hey, Geller, willkommen. Angekommen. Boah, das war so schlimm. In Monum. Echt mal ein Döner. Haben wir ja lange nicht mehr gegessen, gell? Ein bisschen dunkle. Mannheim City Döner. Pablo, geht's gut. Der schläft. Noch. Ich war so im Arsch, Chat. Du Scheiße. Ich war so im Arsch. Digga, was ist denn mit dir? Mach die Kamera aus. Alles klar, mein Freund. Was? Ein Lach. Alles klar, Digga, hast du überlebt? Lachgurke, wie heißt Digga, das Ding auf dem Kopf? Ich bin seit ungefähr... No joke. Siehst du kaputt aus? Ich? Nee, will ich gar nicht. Ich hatte Aften, Chat, ich hatte Aften. Das könnt ihr euch nicht vorstellen in der Fresse. Ach, Digga, ist scheiß drauf. Wir fahren hin. Du das genießen. Wir sind jetzt Mannheim Hauptbahnhof. Ach, sogar, ja, Digga. Sind Entzündungen im Mund, Freunde. Ungefähr 6.30 Uhr. Ihr braucht auf jeden Fall von einem Drogeriehändler seines Vertrauens irgendwas gegen seine Entzündung im Maul. Ich weiß auch nicht, woher die herkommen. Dann geht's nach Frankfurt, Stunde, und dann Mexiko. Mir geht's gut, Jungs. Ich hab das Good Life. Ich bin mit Pablo, ich bin mit meinen Boys, ich bin bald in Cancun. I got a good life in my vein, man. You know what it Cancun is. War der schönste genau. Ort auf der Welt, wo ich bis jetzt war. Uno mojito, por favor. Señor Escobar. Ich fühle mich so, als ob mir irgendwas fehlt, weil ich irgendwie so wenig habe für Cancun. Es werde Licht. Ist so asozial kalt. Natürlich keine Jacke angezogen. Schlau, keine Jacke anzuziehen. Das war vor einem Jahr, Chat, ne, ungefähr. Ich glaube, wir sind am 28. Januar geflogen. Digga. Das ist richtig schlau. Du hast eine Jacke? 103 müssen wir, 103. Oh, das ist wie ein Schal für mich, Baby. Ich weiß jetzt, wieso er Pablo wollte, Alter. Guck ihn dir an. Komm, zeig mal, zeig. Oh, Baby. Warte. Zeig es dir. Das hat so weh, diese orangen Punkte, das ist das Medikament, nicht, dass ihr denkt, Digga, was ist das denn? Und das hier hatte ich in der ganzen Fresse, ich schwöre, ich hatte es überall, ich hatte es hier oben, ich hatte es hier an der Backe, ich hatte es überall. Boah, Bruder, das ist sieh dann, ne? Das ist der. So, nach 6 Schaltjahren auch mal am Flughafen angekommen. Sind wir nicht nach L.A. geflogen, Unita. Weil wir einfach einen Flug gebucht haben, der billig war, Digga, und Abfahrt. Dann läuft YouTube nicht mehr bei dir, deswegen so günstig, oder was? Du wolltest es doch. Naja, das ist Quatsch mit Soße. Ganz du musst eigentlich nach Südafrika, gell? Ja, Digga, hab ich schon immer gesagt, von Anfang an. Ja. Amsterdam, Digga, Amsterdam. Kapstadt wäre geil, das ist schon immer Kapstadt. War noch nie in Cape Town. Da hätten wir schon. Da wären wir abgestochen. Da wären wir safe tot. Ja, safe. Safe. Wir machen jetzt einen Sprachenquiz mit dir, okay? Sprich dieses Wort hier aus. Wie? Exit. Ohne Spaß, ich bin gar nicht so schlecht. Eigentlich. Gar nicht so schlecht. What? Baggage cards. Ah, okay. Man, thank you. Thank you. Thank you, man. Thank you. Ich übernehme das Reden in Mexiko. Warte, das wollte ich fragen. Kannst du, Bob, du kannst dich doch mit denen da verständigen, oder? Ja, klar. Kanner reden doch Spanisch. Und ich versuche das alkoholisch mal meinen Schlachtplan zu erklären. Ja? Ja, sieht arg, sieht und ich versuch, aus. Ich versuch mal meinen Schlachtplan zu erklären. Jetzt erkläre ich, wie ich vorgehen möchte, Freunde. Da dachte man, die Welt ist noch in Ordnung. Bin ehrlich komisch ohne Maske. Ja, warte, da war noch ohne Maske und so. Erklären. So ein ungewohntes Bild. Okay. Ich bin professioneller Konsumierer des alkoholischen Konsums. Stimmt nicht. Okay.
Und da mache ich mir immer einen Schlachtplan. Ja. Da muss davor an alle Jüngeren, an alle ab 18, so. Ja. Man muss davor immer sehr gut essen, fettige Sachen etc. pp., damit du auch einen vernünftigen, angenehmen. Hast du Krieg, was brauchst. Ja, ja, das soll sein. Diesen Plan kann ich nicht durchführen, wenn ich die Scheiße hier im Mund habe, weil ich nicht vernünftig essen kann. Und dann auch nicht. Ergo? Ja, mach den. Ja, mach den. So. Das habe ich mir dann halt so gedacht und deswegen ist das hier. Der rullet gerade. Der Game Changer. Ja, das ist Ich hab das immer noch hier. Ich weiß zwar nicht, was das hier ist. Anal ist. Anal. Anal 1. Steht hier auch. Das steht hier auch. Das steht hier auch, genau. Ja. Digga, braucht man dafür Abitur, um das hier aufzumachen? Ja. Ich hab's halt. Da ist so viel Scheiße gar nicht aufgenommen worden. Die Männer verstehen sich gut. Ja, das wissen gar nicht viele Freunde. Bossio, Benji und ich. Ich verstehe mich mit allen im YouTube-Game. Ich glaube, ich mit denen und mit Erne und den Tizis am besten. Aber ich glaube sogar mit denen am besten. Ich kenne die halt am längsten, ne? Ich habe Bossio und Benji vor 3 Jahren kennengelernt. Wir waren jetzt letztens zusammen im Urlaub. Ich war auch schon 4 oder 3 Mal bei denen zu Hause. Bei Benjis Geburtstag. Und auch bei einmal beim Totti. Und ja. Das ist jetzt noch wie die Mann, Digga. Ich rede jetzt hier von YouTube-Game. F für den vierten. Ja, das mit dem kannte ich halt, aber mit dem bin ich halt nicht so krass. Mein Gott, wir sind durch. Egal, Freunde, ja. Hier wird nichts verheimlicht. Benji raucht schon seit Jahren. Auf jeden Fall Fahrrad ist am Start. Ist das so wenig, oder? In einem anderen Land, Digga. Oh. Wir sehen uns in New York. Das war so schlimm, der Flug. Achso. Wir steigen im Flieger nach Amerika. Ja, nach Mexiko. Wir sind jetzt gleich gelandet. So ein schlimmer Flug gewesen. Ich bin auf die beste Serie überhaupt, weil ich schäme das. Ich hätte es auch wieder fitter geworden. Ja, Mann. Ich bin 8 Stunden am Fliegen. Das war so ein scheiß kleines Flugzeug, Freunde. Es war so ein scheiß kleines Flugzeug und ich war direkt neben Benji, den Knechten. Übers Bermuda-Dreieck, ja. Wir sind übers Bermuda-Dreieck geflogen. In New York habe ich die besten Chicken Wings gegessen, die ich seit langem gegessen habe und seit je gegessen habe. Und das war am scheiß Flughafen. Wir sind Daniel Laden. Ich weiß nicht, in der Insta-Stories über dich. Ich habe 9 Stunden. Bist der Erste, der aufsteht. Tschüss, viel Spaß. Digga, ich sah so am Ende aus. Ich weiß nicht, in der Insta-Stories über dich. Ich war so am Ende, Chat. Ich hasse Fliegen über alles, ne? Ich hab ein bisschen Flugangst. Stunden. Bist der Erste, der aufsteht. Tschüss, ich kann da auch nicht schlafen in einem Flugzeug. Danke. Auf Wiedersehen. Yeah, illegaler. Kurze Situation. Digga, das muss ich euch erklären, Chat. Wenn du noch nie nach Amerika eingereist bist, dann musst du dich da so anmelden. Wenn du da schon mal warst, dann kannst du woanders hin. Und ich musste mich hier anstellen. Und die Schlange ging hier die ganze Zeit so. Also es hat locker 1,5 Stunden gedauert, bis ich da rankam. Und dann kam ich da ran. Und ich konnte kein Englisch. Ich kann kein Englisch. Und die anderen 3 waren schon mal in Amerika. Die sind durchgelaufen. Und wir hatten ein bisschen Zeitdruck, weil der nächste Flieger kam irgendwie in 2 Stunden. Und also von New York sind wir nach Cancun geflogen. Und ich war ganz alleine da. Auf einem fremden Kontinent, in einem fremden Land, wo die einen auch schief angucken. Ach so. Manchmal lassen die Leute nicht durch, die sagen, nee, ist nicht so. Digga, hört mir jetzt zu. Ich kam da an diesem Tresending. Dann ist. Ach so. Da war da wie in einem Film. Also, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, ich hab's damals schon erzählt. Ich gebe so meinen Pass ab. Er sagt so auf Englisch, ja, yeah, the reason, also jetzt dummes, schlecht, warum bist du hier? Ich mach's jetzt auf Deutsch. Warum bist du hier? Ich so, Holidays. Dann er macht so auf. Er sagt, where? Ich sag, Cancun, Mexiko. Er sagt dann so, warum bist du dann hier? Warum bist du dann hier in New York sozusagen? Ich sag, Digga, und ich war unter Druck, Chat. Ich war unter Druck. Ich wusste nicht genau, was ich da... Ich sehe da voll groß aus. Ja, ich sag doch, ich bin nicht klein, ihr Knecht. Ich bin 1,80. Was wollen die von mir? Ich bin 1,80. Der Typ stand vor mir. Ich sag, yeah, we fly from New York to Cancun. Dann er macht so,
Er guckt mich so an. How many days? Ich sag, 7 days. Er sagt, wann geht dein Flieger? Wann? Um wie viel Uhr geht dein Flieger? Ich sag so, ich hole so mein Handy raus. Ich wollte gucken, wann der Flieger kommt. Er sagt, oh, sorry. He put, he need time. He look off his phone. So, er verarscht mich so von wegen, oh, lass dir Zeit. Leute, lass nicht aufregen. Er braucht Zeit und so. Ich sag, I need, also ich hab wirklich so geredet, ich muss gucken, wann mein Flieger kommt. Und der Mann irgendwann gar richtig abgefuckt gewesen. Lauf durch, du Knecht, weil ich da alle aufgehalten hab. What los? You want to say something? What? Where's the... Blake it. Where? Wir sind durch. Wir wurden abgescannt, ja. Körpertest, Schwanztest, bestanden. Ich nicht. Ich kam jetzt raus, Freunde. Guckt euch an, wie lost ich aussehe. Ich war so am Ende mit meinen Nerven. Ich dachte, die schicken mich wieder zurück nach Deutschland. So, keine Waffen dabei. Mal wieder nicht. Digga, erzähl dir mal, dass es einfach nicht blinkt und so. Diese Sicherheitskontrollen sind halt echt für... Digga, bei dir, dein Armband, deine Kette, deine Uhr, nichts. Hä? Meine Haare waren da noch voll lang, fand ich. Ich mache jetzt meine Frisur ist jetzt viel kürzer, ne? Mittlerweile mache ich ja, ich hatte damals so viel mehr Länge drin. Die ist komplett high, also ich war so im Arsch. Chat, ich habe 30 Stunden nicht geschlafen. Hä? Das ist echt komisch, Mann. Aber muss Schuhe ausziehen. Check keiner. Guten Tag, lieber Ben Paul, ich bin einmal da, um Ihre Brüste zu kontrollieren. Ich bin Europäer, ich darf das. So, let me please check. Too small for me. Ich glaube gar nicht, wie froh ich bin, dass wir endlich da sind. Wirklich, nee, Mann, das war echt zu viel. Ab ins Hotel. Bye, thank you. Guys, the gentleman is going to be your driver. Please follow him, okay? Thank you very much. Das ist unser Mann. Wie lange von New York nach Mexiko? 4 Stunden ungefähr. Persönlicher Driver, weil wir haben hier die Luxury Suite. 4-5 Stunden. Auf Loki. Leute, ohne Witz, ich bin jetzt seit 44 Stunden wach. Das war kein Joke. Das ist wirklich so. Ich war wirklich 44 Stunden lang wach. Ich habe nicht geschlafen im Flugzeug. Ich kann nicht. Fall abwart. Wir werden alle entführt. Rein in die Olga. This is Luxury. Hello. Junge, die Anlage sah so böse aus. Die Anlage war ganz kurz böse. Wie heißt das Hotel? Digga, ich weiß nicht mal, wie das hieß, aber es war ein richtig krasses Hotel. Ich kann das nicht, ich kotze direkt, ich weiß, ich kann das nicht. Ich trinke keinen Tequila, Digga. Ich trinke keinen Tequila, Digga. Ich werde keinen Tequila trinken. Ich kotze, nein, ich mach's nicht. Ganz sicher nicht. Sorry, Männer, aber kann ich, okay, das ist das Einzige, was ich kann. Okay. What do you have? I can't. Okay, let's go. Eli? Chill. Let's go. Bereit? Frohst du ohne Zitrone, Digga? Willkommen in Mexiko, Männer. In Mexiko. Andale. Das ist Wasser, Chef. Das ist Wasser gewesen. Geil. Also ich hatte was ohne Geil. Alkohol. Geil. Ich feier's. Absolut. War das jetzt überhaupt Tequila? Oh mein Gott, meine Lippe. Das hast du wehgetan. Das war Wasser, Chef. Sie sind das? Das war Wasser. Ab ins Hotelzimmer. Alkoholfrei. Pina Colada. Edi trinkt Das war Blutorangensaft. Orangensaft? Ja. Das ist Grapefruitsaft. Und ich weiß nicht, was das ist. Auf jeden Fall kein Wodka Lemon, wie ich bestellt habe. Das war ein Wasser-Chat. Wodka mit Dings. Wasser. Ja, Sprudel. Sprite, glaube ich. Wodka mit Sprite, genau. Das war Wasser. 5406. Wir waren richtig, wir werden es im Video nicht sagen, aber ich weiß es auch, wir waren alle voll enttäuscht vom Zimmer. Wir hatten nämlich eigentlich was anderes gebucht, soweit ich weiß. Ach so. Ah ja. Okay. Wir waren voll enttäuscht. Das ist eine Mucke. Hä? Wir dachten, wir haben ein richtig großes Zimmer, wo es hier noch so ist und wo wir, ich glaube, wir hatten sogar was mit Infinity Pool oder irgendwas mit einem eigenen Jacuzzi oder so, aber wir hatten es einfach nicht. Jordan, besser gesagt. Ach so! Was soll das? Ach so! Welcome, Paul! Ach so! Ja, wir waren kaum im Zimmer, deswegen. Ach so! Ganz, ganz wichtig ist das hier: der Whirlpool im Zimmer. Das war Quatsch. Wir dachten, der wäre draußen. Und wir dachten, es wäre viel größer. Das ist wichtig, Digga. Was ist hier? Der
bin noch sauer. Nie wieder mit Sid, aber oh, Sid ist so schlecht. Ah ja. Okay, die Dusche war geil, die Dusche war richtig geil. Digga, das bringt dir. Guck hoch, Digga. Frag mich was für eine Dusche. Okay, ja. Wir machen Schere, Stein, Papier. Also ich bin nicht auf der Schlafcouch, kann ich die haben. Also eh geht nicht geschlafen. Digga, ich glaube, wir kamen auch mitten in der Nacht an, ne? Um 2, 3 Uhr morgens oder so. Ich kann schon free. Den Papier, ja? Ihr Scheiß! Okay, komm. Schere, Stein, Papier. Yeah, Digga, ich krieg das Bett alleine, Digga, geil! Das ist krass. Oh, Ihr wisst gar nicht, wie oft sich Benji und Bossio streiten, Chat. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Zu viel in der Dusche ist mit einem Potato zu rechnen. Was habt ihr für Urlaub bezahlt? Boah, Digga, ich weiß es gar nicht mehr, ne? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. 2.000, 3.000? Es war nicht so teuer, weil wir im Januar waren. Also der Flug war das teuerste. Ich glaube, der Flug hat über 1.000 gekostet. Und das Hotel hat auch nochmal 1.500. Und da haben wir halt auch nochmal was ausgegeben. Ich glaube, so 3.000. Ich bin mir nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Jeder? Ja. Nee, jeder. Alle, jeder, Freunde, jeder. Das war ein richtig krasses Hotel, Chat. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, Mann. Das war ein richtig heftiges Hotel. Im Bett. Ist teuer, ja, ist auch teuer. Baby! Ist halt Mexiko-Chat, ne? Aber ey, Cancun. Ich hab mich lange nicht mehr gesehen. Ich dachte, wir machen Ehrenstein. Der Flug ist da das teuerste und wir haben halt so ein Luxushotel. Digga, ich bin lieber auf der Couch als zu zweit. In so einem Bett. Ach, wolltest du jetzt sagen, als mit mir im Bett oder was? Nein, also. Ja, okay. Okay. So, wir machen uns mal fertig und keine Ahnung, wie der Vlog weitergeht, aber ja. Du hast auf Lautsprecher. Hello? Yes. Hello, my name is Leroy Ben Paul. I have a question. My room number is 4506. Da hatte ich nur einen Orangensaft, Freunde. 5406 and we need to change my sofa. We have to sleep. Ich hab's ein Bescheck. Okay, we're gonna send someone. Yes, thank you very much. Muchas gracias. Wow. My pleasure. Ciao, Hernandez. Ciao. Good morning. We have to make to sleep. Morning, Cancun, Mexico. So, das war der erste Raum. Du bist so ein... Du mein Lächeln. Was? Mann, direkt in der Motorbe wird es reingeschickt. Das war Milchshake. Von Luca? Ja. So eine gute Frage, Alter. Von Juggernas. Ja. Ich auf Zimmer. Alter. Nein. Good morning, day number one in Cancun, baby. Manka! Feedback zum ersten Abend. Gut. Krank war. Okay. Auf locker. Ich bin krank, aber ich bin nicht. Nur Luft nach oben, ne? Krank, Digga? Ne, da geht's aber besser. Erster Abend in Ordnung. Heute Day 1 Breakfast. Hat der jemand gedrückt? Nein, oder? So. Später, wenn wir am Pool gehen. Freunde, guckt euch mal jetzt an, wie das aussah, Digga. Das war, da versteht ihr auch, krass es da war. Aber es war nicht so voll. War halt Januar. Das war so traurig, Chat. Ich glaube, an dem Tag haben wir erfahren, dass Kobe Bryant gestorben ist. Was jetzt mit Benji und Hertha passiert, das kommt auch noch. Benji wurde entlassen während dem Urlaub. Ich kann nicht genau sagen, wann das war, an welchem Tag. Ich glaube, an dem Tag, wo wir jetzt waren, ist Kobe Bryant gestorben. Ich kann mich genau, vorhin, es war, und ich, der Zeitunterschied, das war so krass. Wir lagen am Strand. Wartet. Cancun Uhrzeit. Da, 19.05 Uhr ist es gerade. Das sind 6 Stunden. Das heißt, bei uns war es so, ich weiß noch ganz genau, es war so 12 Uhr, 13 Uhr. Wir lagen so am Strand und dann kam die Nachricht, Digga. Ich dachte, das war so schlimm. Vor allem, das haben alle mitbekommen, auch im Hotel und so. Digga, das Meer, jetzt sieht man es erstmal. Die Deutschen im Urlaub. Da, Digga, look at this. Bruder. Das Essen war so krass. Das ist Haram oder Haram, Bruder? Englisch und sowas, das ist halt das Frühstück, Digga. Das sieht nicht so lecker aus, aber so wahr ich hier stehe, ich bin ein Kritiker, das Essen war so krass. Der ganz großen Sinn, Digga. Der ganz großen Haram. Ach du Scheiße, das ist Next, Digga. Hau mal drauf, Digga. Ich werd fett hier, ganz klar werde ich hier fett. Das Essen war so heftig, Chat. Und es gab immer Steak und das Steak war so lecker. Alles war da so lecker, Chat. Ich habe mir da zum Frühstück habe ich mir Chicken Wings, das Fleisch. Und Mexikaner interessiert es nicht. Das Fleisch in Mexiko, Freunde, es ist der Wahnsinn. Frühstück und es ist einfach nur ein Traum, ganz ehrlich.
French Toast. Wir haben hier einmal French Toast mit Ananas. Digga, ich esse ein Steak um 10 Uhr morgens. Ja, das ist auch ruhig. Dass die das sowas haben, das ist schon krass. Das war also so lecker, French Toast mit Ananas. Besser als Nussgut? Nee, safe nicht. Spiegelei, Rührei. Aber das war alles sehr lecker. Das hat nicht. Das war wirklich Bacon. Krass. Bacon. Ihr habt auch noch Marcel. Edi hat ein Steak um 10 Uhr. Ach so. Also bei dir läuft wirklich alles schief. Und Benji hat auch Rührei. Ganz viele Eier, Digga. Ganz viele Eier. Ganz viele Eier. Ganz viele Eier. Eier, wir brauchen Eier. Ja, gut. Und das hier nenne ich aber Früchte von der Früchte. Ja, die Früchte, Freunde, die Früchte waren so geil, da. Ich bin ja ein Früchte-Fan. Und Wodka war am Orangensaft. Also, wirklich, Friends. Das Frühstück, ne? Dieses Buffet. Das krasseste war das ganz, Abendessen. Ganz anderes Level. Abendessen. Also, ach so. Ganz, ganz mieses Level war das. Also, sowas habe ich in langen Tagen nicht gesehen. Aber. Aua. Sehe ich da Bacon bei dir? Nee, ich habe kein Bacon gegessen. Ich weiß auch gar nicht, was euch noch auf diesem Vlog hier erwartet. Ach so. Ich werde einfach filmen und gucken. Wir konnten halt die Kamera nicht immer überall mitnehmen von ihm. Wir konnten nicht so eine fette Kamera. Wir konnten so eine Kamera nicht einfach überall mitnehmen. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe das selber gemerkt bei den Griechenland-Vlogs. Man muss mit Handy-Videos viel arbeiten, aber das macht man da nicht rein. Ach so. Ja, lasst euch überraschen. Ich weiß es nämlich selber nicht. 6:10. Ja, da war ich mit Benji. Wir sind, glaube ich. Oder mit Bossio? Das war so heftig, Chat. Der Strand war einfach weiß. So, wenn man schon in Mexiko. Warum haben wir nicht mehr aufgenommen da ohne Chris? Da muss man sich auch eine kubanische Zigarre holen. Ah ja, jetzt waren wir währenddessen, die das waren, war ich mit Benji alleine am Strand. Das war so heftig. Oh, jetzt ist ein bisschen, okay. Eine Erfahrung machen. Vom Zigarrenhändler des Vertrauens. Da war die Welt noch schön, Freunde. Da war Corona da gerade angefangen. Also so ein Monat später war das so, okay, da haben wir noch Witze gemacht darüber. Da war das sogar nur in China, Freunde. Da war das nur in China und das war gar nicht so publik. Ganz, ganz krass war das. Yes, yes. Wir machen zwei. Okay. Junge, das sind ganz, ganz wilde... Digga, was haben die Leute eigentlich gedacht? Okay. Junge, das sind... Ja, da war die Welt schön und dann wurdest du auf dem Arsch markiert. Freunde, wir waren in so einer Clubbar. Ganz, ganz wilde Fotos entstanden gerade. So also Clubbar. Wirklich. Ganz. Und da haben ganz trocken, ich will keine Namen nennen, aber zwei von uns haben mit zwei anderen Kontakt gehabt da. Ich nicht. Ich war nur der Wingman sozusagen. Ich habe da gar nichts gemacht. Digga, und dann hat die eine ein Foto von dem Tag geschossen und hat mich auf ihren Arsch markiert. Die treuen Zuschauer kennen die Geschichte. Da war dann wirklich, du gehst auf das Bild drauf, dann siehst du Markierungen und ich, Elias N97, war auf ihren Arsch drauf. Lustige Hintergrundgeschichte. Das Mädchen hat mich sie hat mich markiert und dann hat es meine Freundin auch irgendwie gesehen. Wie war das? Und dann habt ihr doch miteinander geschrieben, oder nicht, Edi der Eierkopf? Und dann hat sie gesagt, wir können uns die Story gleich mal angucken. Das war so schlimm, Chat. Ich habe das auf meinem Team Highlight Kanal. Ich war so angehört, ja, total lustig. Das war so unlustig. Ach so. Sie hat mich verwechselt oder so, ohne Sinn. Ganz, ganz wilde Fotos. Das nenne ich Einsatz für Instagram. Kurz mal zur Hintergrundinformation. Vor 49 Wochen. So underrated. Stress mit Freunden wegen Mexiko gehört. Das können wir uns gleich mal angucken. So waren noch meine alten Streams, sahen die übrigens aus. Können wir uns gleich mal angucken. Junge. Deine Tante und deine Cousine ruft gerade an, Boss. Das ist eine Eskalation, Alter. Ich sag Filo de puta. Oh! Chubo, amiga! Espera aí! Filo de puta! Die eskalieren ja, Digga. Orangensaft? Stabil, Alter. I cannot go slow. Digga, es ist 20 Uhr. Es ist 20 Uhr. Aua! Hör auf, geh weg! Aua! Lass mal mit ihm jetzt essen gehen. Lass mal essen gehen. Lass mal Sushi. Sushi jetzt. Orangensaft. You will stay here. I go eat, man. Digga, auf. Hör auf.
Achso! Digga, du bleibst hier! Du gehst nicht! Nein, du gehst nicht! Achso! Ich musste mich mit Benji die ganze Zeit an den Abend kümmern, weil Bossio und der andere gar keinen Bock auf ihn hatten. Die waren da, fanden sie es noch lustig, Freunde. Aber ich musste mich um Benji die ganze Zeit kümmern und mir ging es selber nicht so gut. Und das ist so schlimm gewesen. Yo, nein. I go in! Jungs, ich bin zwar besoffen, aber ich schwöre auf... ich kann essen gehen. Und ich schwöre. Ein Tag später wurde Benji entlassen bei Hertha. Ich schwöre, gib mir jetzt eine besoffene Aufgabe, ich löse sie. Was denn, Lasan? No, not so. Digga, stell mal vor, uns steht einer beim Essen. Tell me, P. 2, no, you cannot eat sushi now. Ach so. So, Bossi und der andere waren richtig abgefuckt. Die meinten, bleib hier. Und ich meinte, nein, wir nehmen ihn mit, weil ich fand das witzig. Ich fand das schon sehr witzig. Ich schwör, der wird nur gehypt wegen dem. Aber der wird gehypt von Kameras. Aber da geht es ihm noch gut. Da hat er jetzt gut im Griff, muss ich sagen. So, guys, we are going now to the beach party. Boah, ist das auch so fertig schon. The third day. We are now... Da wurde Benji entlassen. Kurz, wir sind aufgestanden und der Mann wurde bei Hertha BSC entlassen. Er ist aufgestanden. Er meinte, Jungs, ich lag direkt neben ihm. Er hat mich so angeguckt. Er sagt, ich bin nicht mehr bei Hertha. Ich sag, was? Er sagt, ja, die haben mich gerade rausgeschmissen. Digga, ich dachte, ich träume. Ich sag, wie? Die haben mich rausgeschmissen. Er sagt, ja, keine Ahnung. Dennis hat mir gerade geschrieben, dass da irgendein Skandal ist und dass die nicht mehr mit mir zusammenarbeiten wollen. Da meinte ich, wie? Ist das jetzt endgültig? Schreibt ihm doch, dass da irgendwas ist. Da meinte die, nee, die haben das schon so entschieden und haben das überall gepostet. Dann hatten die das auch überall gepostet. Ding, ich will das nicht nochmal hochholen, weil irgendeine Zeitung alte Stream-Ausschnitte, wo er mal in FIFA ausgerastet ist und was gesagt hat. Und das war halt, ja, nicht so gut formuliert, aber war halt nur ein Joke. Und dann haben die, das hat dann Hertha zugeschickt bekommen. Oder was jetzt Hertha, die Bild, ja, die haben darüber geschrieben. Und das war dann ganz groß Rubrik und ja. So, Freunde, ich wollte mich jetzt auch nochmal äußern zu der ganzen Sache, die aktuell abgeht, wie ihr mitgekriegt habt. Hat Hertha die Geschäftsbeziehung mit mir beendet? Aufgrund einer Aussage, die ich vor 3 Jahren in einem Livestream Weekend League getätigt habe. Da war ich ein bisschen wütend und habe was gesagt, was ich nicht hätte sagen sollen. Und Hertha hat dann einen Schlussstrich gezogen, hat gesagt, sorry, da können wir nicht weiter mit dir zusammenarbeiten. Deshalb ist jetzt bei mir mit Hertha Schluss. Ich habe zwar auch schon seit über einem halben Jahr, seit Sommer letzten Jahres, kein Vertrag mehr mit Hertha aktiv. Ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass Hertha jetzt nicht weiter mit mir zusammenarbeiten möchte. Danach, was ich aber trotzdem echt schade finde. Kurz darauf haben dann so Klatschblätter wie Bild oder auch wie RAN angefangen, mich als Antisemiten oder als Rassisten zu beleidigen, wovon ich mich absolut distanziere. Ach so. Falls sich irgendjemand da draußen in dieser Aussage beleidigt gefühlt hat, es tut mir wirklich vom Herzen leid. Das sollte nicht so gemeint sein, Freunde, wirklich. Aber ich habe wirklich jetzt schon lange mit Hertha BSC zusammengearbeitet. Ich war auch schon oft bei RAN zu Gast, RAN eSport, ihr virtuelle Bundesliga-Freunde. Und mittlerweile sollten die mich so gut kennen und wissen, dass ich mit Antisemitismus und mit Rassismus nichts zu tun habe. Ich finde, das ist eine absolute Frechheit, mich in dieses Boot mit reinzuziehen, Freunde. Die kennen mich, die kennen meine moralischen Einstellungen, die kennen meine ethischen Einstellungen, Freunde. Wenn ich ein Antisemit oder ein Rassist bin. Ja, der wurde noch rausgeworfen, das war an dem Tag hier. Kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, das war früh morgens, die Stimmung war auch gedrückt, sag ich euch ganz ehrlich. Looking to go. Ja, richtig gut. Let's go, man! Let's go! Guck, ich bin größer als Bossio, also labert mich nicht voll, dass ich angeblich klein bin. Hier sieht man es schwarz auf weiß. Oh, you have a lot of good videos from the girl. Alles. Ich bin noch größer als Benji. Aber alles. Man, do you have a gun ID? Ach, der Strand war so geil. Das war der Tag, wo wir das mit dem Mädchen, wo die mich einfach auf ihren Arsch markiert hat, wofür ich nichts kann. Ja, das war geil. Orangensaft, Wasser. Das waren die. Warte. Hier. Ja. Ihr merkt, wir konnten die Kamera immer nie auch richtig mitnehmen, ne? Also ihr werdet ganz viel gar nicht sehen.
Das war auch so geil. Überall, Freunde, wo ihr hingeguckt habt, es war überall einfach so geil Ausblick. Oh, dann Orangensaft mit Wasser, beste, ehrlich. Eigentlich bist du kein Profi-Einlauf, Kind ist größer. Nerv nicht. Mann, ein Späßchen, was hat sie gesagt? Das ist auch Caribbean Grill. Chicken Fajitas. So eine Ehrenmänner, die Mexikaner auch. So alle so klein und gruselig und nett zu einem. Und alle so ein leckeres Essen. Jetzt gibt mal ein kurzes Fazit von dieser Reise. Also, die Reise ist sehr simpel. Muss man ehrlich sagen. Sehr simple Reise, aber es ist eine gute Reise. Ja, es ist eine gute Reise. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so viel gefilmt, weil wir eigentlich sehr monoton waren. Wir haben eigentlich immer getrunken, gechillt. Was soll man da großartig filmen? Ich werde euch irgendwas einblenden, ne? Wenn ich einen Blackscreen mit Musik. Ich habe ein paar Snaps, die ich einblenden kann. Ja. Also, wir haben auf jeden Fall genug Handy-Videos. Die werden wir schon irgendwie einbinden können. Ansonsten, heute ist der vorletzte Tag und essen ein bisschen die Karibik. Und heute Abend machen wir einen gemütlichen, oder? Ja. Ja. Und morgen ist der letzte Abend und da gehen wir nochmal feiern. Wenn wir irgendwo unseren Arsch verkaufen, weil wir kein Geld mehr haben. Digga, das wäre echt geil. Stimmt, wir hatten auch alle kein Geld mehr. Nur noch ich hab Geld, ne? Nur noch ich hatte Kohle. Nur ich alle hatte Kohle. Und da? Irgendwas werde ich schon zusammenbasteln können. Ich werde den Vlog hochladen, weil einfach die Anreise einfach zu lustig war. Die Anreise wird so 10 Minuten gehen. Auf dem Tier sind wir so bei einer Minute 30. Wir konnten wirklich nie, Freunde, also an alle, die Vlogs machen, wenn man das so macht, wie wir es gemacht haben, da kannst du keine Kamera mitnehmen, die geht kaputt, die wird geklaut, du weißt, du bist gar nicht, ich habe Fotos, ich zeige euch mal einfach nur mal, damit ihr versteht, was ich meine, ich habe Fotos, dann wisst ihr, ah, okay, das ging anscheinend nicht so gut mit den Filmen. Uhrzeit 10.45 Uhr. Benito Juarez. Da waren wir, kann ich euch gar nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht mehr, ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Und jetzt zeige ich euch mal ein Foto, habe ich das noch? So sah es dann auch teilweise aus. Dann konnten wir leider keine Cam aufnehmen. Dann konnten wir keine Cam leider mitnehmen, ne. Deswegen ging es nicht. Aber okay, passt schon. Check your broken. Genießt einfach das Video hier und ja. So, ist er fertig. Feedback Gang, Gang, 24, lecker, 7 lecker. Kopfschmerzen, Alter, wirklich. Gut, was gut? Nächstes Urlaubsziel, ich weiß nicht, Dad. Ich glaube, es wird erstmal nichts mit verreisen. In die Kids Area. Wegen Corona. You ready, guy? I come. Wait! Dann halt nicht. Die Kamera war eigentlich nur an, so wirklich an den, wo wir aufgestanden sind. Immer wenn wir gerade aufgestanden sind, wo wir noch nicht so komplett im Arsch waren. Handyvideos, Freunde, hätte Bosse seine ganzen Handyvideos hochgeladen, hätten wir alle keine Verträge mehr. Komm, mal nett. Das ist genau das gleiche mit dem Mykonos-Vlog, Alter. Komm, Boss, hier 5 Minuten. Okay. Let's go. Ah. War ein bisschen trocken vielleicht, ne? Ja, passiert, ne? Look at this Sonnenuntergang. Wonderful. Yes, it is, man. I still have my bra, bro. Wonderful, ladies. Wonderful. Yes, it is, man. I sleep with... Ich weiß gar nicht, ich würde ganz gerne die Uhrzeiten dazu mal wissen. Hello, I want to make Ansprache, a speech. Today is our last day. You know this. Und da? We have to enjoy our life like other people can't. It's making sense. So we go downstairs, eat some food, and then eat some pussies. Achso. Leute, ihr wisst gar nicht, wie lustig immer so Urlaube sind, aber man kann nicht alles zeigen, weil danach seid ihr im Arsch. Also ich würde voll gerne so ein paar lustige Sachen, aber es geht nicht. 3 Eimanns verloren in der Wüste. Also Freunde, zur Geschichte, ich erzähl's jetzt nochmal neu, ein bisschen konstruierter. Konstruierter. Im neuen Jahr hast du die Millionen, Digga, seid ihr geistkrank, jetzt hab ich 600.000 Abonnenten in einem Jahr schaffe. Also. Okay, also Leute, zur Geschichte nochmal neu. Wir waren im Mandala Beach, ich erzähl's jetzt einfach mit Namen, es tut mir leid, Bossio, ist zu besser. So, auf jeden Fall waren wir in Mandala Beach, das ist so ein Strandclub-Ding. Und da waren 2 Mädchen. 2 von uns haben auf sie gegeiert, ich weiß nicht, Benji weiß auch nicht. Einer dann ist dann später zu denen hingegangen, wir hatten halt ein paar Getränke und sie hat sich dann da hingehockt wie so ein Hund. Also nicht ab, nicht, und wie das Tier halt so, ja. Und hat dann ganz dünnes Eis, ihr Digga, ne? Das Glas auf ihren Arsch gestellt. Und die Freundin sollte ein Foto machen, wie dann einer von uns, Bossio, ihr was einschenkt. Ach ja. Und
lustigerweise hat sie dann nicht Bonsio markiert, sondern mich markiert. Ist auf meinen Instagram gegangen, hat gesehen, achso, okay, der Typ hat eine Freundin, hat so lustigerweise meine Freundin angeschrieben. Das muss man sich auch mal, das muss man sich auch mal wirklich überlegen. Und ich lese euch jetzt den Chat vor. Das hat mir meine Freundin geschickt. Hey, can you ask some... Ihr, die der Eierkopf, bitte jetzt bedeckt halten. Sure. Also, hat sie dann, seid ihr boy, bla 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 bla. Dann hat meine Freundin, can I ask you something? Now, I wondering what he was doing. Dann hat die Olle geschrieben, he only poured the champagne, that's all. Das stimmt nicht. Ich war das nicht. Ich hab not the champagne in... I don't do this. Sie hat mich mit Bostu, sie dachte, ich ohne Sinn. Hab ich nicht gemacht, war ich gar nicht. Dann hat meine Freundin geschrieben, I'm a little bit so confused, he didn't tell me that. Yes, I'm do that, why because I do, I have not do this. Und dann hat sie geschrieben, die andere, he don't flirt, make nothing, it was just a joke, haven't even really talked to each other. Und dann hat sie halt gesagt, I spoke to Patrick, das ist der andere Typ gewesen, also von unserer Truppe, I spoke to Patrick, we might go out all together tonight. But there's definitely nothing going on with Elias. Hätten sie aber gerne. Okay. Also. Thank you for the answer, I was confused, hat meine Freundin geschrieben. Und dann hat sie jetzt geschrieben, die andere, oh, girl, wait a second, my friend just told me it was Luca who poured the champagne. Bosio no, heißt Luca. Not Elias. Yes, that's true, man. I just saw an arm when it happened. Haha. Sorry for dagging the wrong guy. I'm so stupid. Yes, for sure. You are stupid, man. Sie hat mich markiert, obwohl ich gar nicht da saß. Bosio hat das reingemacht und sie hat mich markiert. Und das hat meine Freundin gesehen und dachte, sie wäre im falschen Film. Und sie hat es mir nicht geglaubt, ne? Sie hat es mir am Anfang nicht geglaubt. Sie sagte, aber irgendwo konnte man das Tattoo dann von ihm sehen. Also man sah dann, wenn du hingeguckt hast, dass es nicht mein Arm ist. I have really problems because of you. Müsst ihr euch mal vorstellen, wie ist sie denn auf mein scheiß Instagram gekommen und hat mich markiert? Das müsste die Wahrscheinlichkeit. Und dann... Oh mein Gott, you could be English teacher because of the Aussprache. I think that too. Luca Perze Champagne. Yes, for sure. Ich weiß auch gar nicht, was die mit der hatten, die war. Also, ich will nicht, es war nicht annähernd mein. Oder, nee, es war halt wirklich. Kann ich so nicht sagen. I did not do this. Sag mal dieses, ach so. Ja, bestimmt hast du. Ich schwöre auf alles, was ich habe. Ich habe ihr nicht mein Instagram gegeben. Sie hat wahrscheinlich Bossius Instagram und sie ist dann mein Kanal. Sie ist dann auf meinen Kanal gestoßen und so war das. Du hast voll zugenommen. Ich habe abgenommen. Ich glaube, ich wog damals 82 Kilo. Ich wiege jetzt 77 Kilo oder so. Ich hab ein bisschen Muskelmasse verloren wegen Lockdown. Edi, du hast heute noch rein. Leute, das war so eine... Ach ja, und jetzt wird's noch witziger, noch lustiger. Später dann. Ah ja. Ich wollte mit der Sache nichts mehr zu tun haben. Ich hatte da noch genug Stress. Ich kann nicht bedient. Auf Einzelheiten eingehen, weil andere Sachen passiert sind. Ich war bedient. Auf jeden Fall war es so, dass... Nee, das kann ich auch nicht sagen. Ich würde euch das gerne erzählen, aber ich darf so nicht. Die hätten sich dann fast getroffen, so kann ich euch erzählen. Aber, also nicht Luca und der anderen, sondern nur einer von den beiden. Dieser Patrick hätte sich dann mit der einen getroffen, die waren zu zweit, aber nur einer ist da hingegangen. Und die waren höchstwahrscheinlich angezogen wie sonst was. Und die Hotelmanager, das war so eine richtig fette Anlage, du musstest erstmal da voll lange reinfahren. Und die sind dann mit dem Uber 40 Minuten zu unserem Hotel gefahren oder 30 Minuten und sind dann letztendlich nicht ins Hotel gekommen, weil der Typ dachte, dass wir uns irgendwelche Mädchen anscheinend bestellt haben. Escort-mäßig, glaube ich, so in der Art. Und dann hat er angerufen und meinte so, yes, my sister besuchen, visit me and he come in 20 minutes or so, bla bla bla. Und dann hat er so, can he come for 20, 30 Minutes, wahrscheinlich kommt er nicht besser, Junge. Und dann haben die nicht reingelassen und dann mussten die wieder 40 Minuten zurückfahren. Unangenehme Situation. Aber verdient, Digga, wie kann man mich markieren, Digga? Ich hatte gar nichts mit der Sache zu tun. Kenny kann. Also Englisch. Chat, jetzt sag ich ehrlich, Englisch ist nicht meine Stärke, ja. Da bin ich ganz ehrlich, aber hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Seit einem Jahr fast selbe Intro. Outro, ja, ne? Ändert mal euer Outro, ihr Knechte. Das ist cool. Aber wir brauchen ein bisschen was Neues, Digga. Wir brauchen was Neues. Outro, Misko. Ja, aber wir brauchen irgendwie was. Chat, man kann ja nicht immer das Gleiche haben. Everything has changed. Every day.